Nur wenige haben an der Börse so viel gesehen und erlebt wie er. Vor über 35 Jahren fing er an, amerikanische Aktien in Deutschland zu handeln. Ein echter Pionier. Bitte begrüßen Sie auf der goldenen Couch Uto Baader, den Grand Seigneur und Gründer der gleichnamigen Baader Bank. Viele Deutsche meinen, Wirtschaft ist langweilig, Börse ist gefährlich. Sie haben schon in jungen Jahren, schon mit 12, nicht nur den Sportteil gelesen. Ja, ich habe auch schon immer den Börsenteil gelesen. Ich habe ungefähr mit 12 Jahren angefangen, mich dafür zu interessieren, also weit, weit vor Ihrer Zeit, Frau Sander. Klar war natürlich am Montag, habe ich immer als erstes den Sportteil gelesen und dann den Börsenteil. Ansonsten zuerst immer den Börsenteil und dann den Sportteil. Ich konnte jede Aktie an der Münchner Börse, ich wusste jede einzelne Aktie. Ich wusste die Kurse, ich wusste alles. Und damals kamen die ersten Volksaktien auf den Markt und ich war damals am Gymnasium und auch die Lehrer haben irgendwo mitbekommen, dass ich mich für Aktien interessiert habe. Die hatten wirklich keinen blassen Schimmer. Die kamen dann zu mir und gesagt, da kommt jetzt Volkswagen an die Börse. Das wird eine Platzierung an der Börse. Die kam zu Ihnen, Sie waren 12 Jahre alt. Da war ich schon älter, da war ich so 14, 15 etwa. Dann. Ja. Alle Achtung. Da kamen die und haben gesagt, soll ich das tun? Habe ich gesagt, ja, unbedingt mit allem, was Sie haben. Das müssen Sie unbedingt zeichnen. VW, Sie fahren doch selber einen VW, ist doch ein tolles Auto, oder? Ja, natürlich. Ja, die VW-Aktie ist dann auch ein tolles Investment. Müssen Sie unbedingt machen. Hat Börse und Sport, gibt es da Parallelen für Sie? Börse und Sport? Der Sportteil, der Wirtschaftsteil, muss man Börse sportlich betrachten? Es kann man sportlich betrachten, aber ich bin der Überzeugung, je länger man sich mit Börse beschäftigt, desto demütiger wird man. Warum? Ich sage immer, vorhin ist mal gesagt worden, was ist die Börse oder irgendwas. Ich würde eher sagen, die Börse ist wie eine kapriziöse Frau. Erstens heißt schon mal die Börse. Außerdem ist die Börse ein antizipatorischer Mechanismus. Man weiß nie, was morgen kommt. Im nächsten Moment. Wissen Sie das bei Ihrer Frau? Ich weiß es noch nicht mal bei mir. Ja. Sehen Sie. Ich hoffe, meine Frau ist noch wenn ich zurückkomme. Ja. Ja, so. Sehen Sie, das wissen Sie nicht. Und genau so ist es. Deswegen für mich ist die Börse eine kapriziöse Frau. Muss immer gepflegt werden, immer angeschaut werden. Man investiert immer viel Geld und man weiß nie, ob irgendwie wieder was zurückkommt. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Männer da auch auf breiter Front oft versagen. Das nur am Rande. Ja, aber natürlich, das gehört dazu. Aber kommen wir zu dem Thema Börse nochmal zurück. Mich würde mal interessieren, ob diese Leidenschaft zum Thema Börse, ob Ihnen das quasi schon in die Wiege gelegt wurde. Gab es bei Ihnen in der Familie Vorbilder, bei denen Sie gesagt haben, in den Weg kannst du gehen? Oder sind Sie die erste Generation, die auf dem Pfad eines Börsenmaklers wandelt? Als Börsenmakler auf alle Fälle die erste Generation. Aber zwei Onkels von mir, die waren im Bankgewerbe tätig. Der eine war Niederlassungsleiter der Pfälzischen Hypothekenbank, Hypothekenbank, ja. Nie was mit Aktien gemacht, in München. Und der andere war Zweigstellenleiter bei der örtlichen Sparkasse. Und die hat natürlich das Geld verwaltet. Und Frau Sander, ich muss Ihnen sagen, man braucht nicht ungefähr 1.000 Euro dafür, um anzulegen. Denn wie ich in meinem Teenager-Alter meine erste Aktie gekauft habe, da waren auf meinem Konto 320 Mark. Und mein Onkel war in den 60er Jahren sowas, Anfang ganz. Und mein Onkel war damals gerade im Urlaub. Und ich bin dann damals zur Sparkasse gegangen und habe gesagt, ich habe eine tolle Aktie gefunden, die steigt jeden Tag, die muss ich kaufen. Gottes Willen, hat er hinterm Schalter gesagt, Gottes Willen, nur das nicht. Wenn der Onkel das merkt, und der reißt meinen Kopf runter, wenn ich die Aktien kaufen lasse. Da habe ich gesagt, die steigt jeden Tag, die muss weitergehen und dir wird was. Echt, meinst? Dann haben wir sie beide gekauft.
Der Unterschied. Und dann? Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass er noch an dem Schalter steht und ihm gehört die ganze Bank. Ja? Nein, das geht noch weiter, das Gestanzel. Die Aktie stieg wirklich jeden Tag immer ganz leicht, ganz bisschen stieg es immer weiter, ganz klein bisschen weiter, bis an einem Tag bloß noch Strich drin war und Strich war. Und ging ich wieder zu ihm hin, zur Sparkasse, und habe gesagt, sag mal, kannst du denn da mal nachfragen bei der Bayerischen Gemeindebank da in München, da bei dem, was ist da los, was ist was? Ich erkundige mich, mir ist das auch schon aufgefallen, irgendwas muss da sein. Und dann war vielleicht 3, 4, 5 Tage später, und da kam ich verschwitzt und verdreckt als Teenager vom Fußballspielen zurück am späten Nachmittag. Da komme ich nach Hause, gehe ins Wohnzimmer rein und dann sitzt da mein Vater und meine Mutter und in der Mitte mein Onkel. Ja, wenn der Bub wenigstens Pfandbrief gekauft hätte von der Bayerischen Gemeindebank, dann hätte ich es ja noch. Aber was macht er? Er kauft Aktien. Aktien kaufte. Und jetzt ist alles futsch. Alles ist futsch. Haben wir eine sehr ähnliche Geschichte. War ich natürlich geplättet. Ja. Mein Vater hat mich dann anschließend zur Seite genommen und hat gesagt, du weißt haargenau, was du das gemacht hast. Das ganze Geld, das wir eigentlich jetzt aufgespart haben, dass du mal studieren kannst, das ist jetzt weg. Und lass dir das wenigstens eine Lehre sein. In jedem Schlechten ist auch etwas Gutes. Es gibt nur eines, Junge, halte dich dran, kauf nie mehr in deinem Leben Aktien. Damit sind, das ist ein Aber er hatte Pech gehabt, denn die Aktie war nicht pleite, die war in freiwilliger Liquidation. Das war eine Gesellschaft, die beteiligt war an den bayerischen Kohlebergwerken. Wissen Sie das, dass es in Bayern Kohlebergwerke gegeben hat? Penzberg, Peißenberg, Hausham, Deggendorf. Und das hat damals der bayerische Wirtschaftsminister Otto Schädel dicht gemacht. Das ist alles liquidiert worden. Die ganzen Maschinen sind verkauft worden. Die Grundstücke sind verkauft worden. Und irgendwann einmal nach einem halben Jahr habe ich meine erste Liquidationsrate bekommen. Dann später eine zweite Liquidationsrate. Meine dritte Liquidationsrate. Mein Onkel konnte es gar nicht glauben. Von da ab durfte ich Aktien kaufen, wann immer ich wollte. Er hat nie mehr etwas gesagt. Auch wenn ich Verlust gemacht habe. Sie waren 13 Jahre lang im Aktienhandel der Bayerischen Landesbank. Ja. Im Sommer 1983 begann dann die eigentliche Bader-Story. Ja. Was passierte im Sommer 83? Was da passierte, das ging eigentlich schon ein kleines bisschen früher an. Nämlich 1977. Ich habe damals einen neuen Chef bekommen. Und bei der Bayerischen Landesbank. Bei der Bayerischen Landesbank, ja. Und habe ihm vorgeschlagen, wir sollten doch eigentlich in München an der Münchner Börse Auslandsaktien einführen und Auslandsaktien handeln könnte. Das war damals rar, ja. Also, natürlich. Die waren Pionier in dem Bereich. Ja, so ist es, absolut, absolut Pionier. Und zwar als Freimakler das zu tun. Und dann haben wir die ersten 3, 4 Aktien eingeführt. Kannst du dich noch erinnern, welche Aktien das waren? Ich weiß, es waren Aktien dabei, die gibt es heute nicht mehr. Pan Am war eine dieser Aktien. Ich weiß nur noch Pan Am. Ja. Ich glaube ITT, Pan Am. Also nicht ATT, ja, sondern die kamen später. ITT, Pan Am. Aber ansonsten weiß ich es nicht mehr. Aber jedenfalls, das war der Durchbruch an der Münchner Börse für den Auslandsaktienhandel. Bis dahin sind in München an der Börse nur 3 Auslandsaktien gehandelt worden. Das war Unilever, Royal Dutch und Philips. Und das war's. Wenig Umsatz, fast kein Umsatz. Ihre eigene Lizenz zum Börsenmakler? Die kam ich erst 83. Die kam 83, ja genau. Wie war das eigentlich damals auf dem Parkett in München? Wir haben ja in New York bis vor vielen Jahren, ich bin sehr dankbar, dass ich das noch miterleben durfte, viele Traditionen auch gehabt, viele Rituale auf dem Parkett. Wie war das damals in München? Genau so. Beispielsweise ein Ritual war unter anderem, jetzt bitte nicht lachen, nicht lachen, obwohl jemand da ist, der sich genau auskennt, ich weiß es. Wir hatten immer den Börsenfasching. Da war an der Börse nur ungefähr eine halbe Stunde Handel.
und dann ist richtig Remi-Demi gemacht worden. Aber die Börsenfasten gab es auch nur einmal im Jahr, oder? Den gab es nur einmal im Jahr, ja genau. Nicht täglich. Dann sind wir mit dem Rad auf dem Parkett rumgefahren, Biertische, Bierbänke sind aufgefahren worden, es gab jede Menge zu essen. Ich war mehrmals dann oben droben, hinter der Maklerschranke, habe ich nicht Kurse ausgerufen, nicht gehandelt, sondern ich war dann Disc-Jockey. Das war einige Jahre, nur hat sich das dann langsam rumgesprochen und die Börse war ja unten offen. Dann sind immer mehr und mehr fremde Leute reingekommen und dann hat die Börsenverwaltung irgendwann mal hat gesagt, so geht's nicht weiter und aus war's. Schade. Als Sie 1983 Ihre Firma aufgemacht haben, heute ist die Baader Bank eine Bank mit rund 400 Mitarbeitern. Damals war der Beginn aber sehr beschaulich. Wie muss man sich die Firma bei Ihnen vorstellen? Ihre Frau war auch mit dabei. Ja, ganz einfach. Heute sind wir 400 Mitarbeiter, damals waren wir zu zweit. Ich habe gehandelt und meine Frau hat gebucht. Mein einziges wirkliches elektronisches Werkzeug, das war ein Taschenrechner für 14 Mark für 99 oder irgend so etwas. Heute hat die Baader Bank mehr Server als Mitarbeiter. Mein Kapital, mit dem ich damals, oder sagen wir mal so, die Aktien, mit denen ich damals Skontroführer geworden bin an der Börse, ich habe damals 3 Aktien betreut. Heute betreuen wir nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland ca. 750.000 Finanzinstrumente. Das geht natürlich unter anderem nur auf elektronischen Wege mit Algorithmen und wo die Computer die Kurse vorbereiten und rechnen, anders geht es nicht. Und ich habe begonnen mit damals 100.000 Mark Eigenkapital. An der Börse brauchte man damals aber 200.000 in Cash, um das zu haben. Und die restlichen 100.000 habe ich nicht gehabt. Und dann ruft mich ein guter Freund an, der mit dem ich jahrelang schon geschäftlich verbunden war und der gesagt hat, sag mal, in der Branche geht immer um, du wirst Makler, du gehst an die Börse, was ist denn los mit dir? Ich höre jetzt nichts mehr. Da habe ich gesagt, du, ich habe eigentlich alles, mir fehlt aber noch eines, mir fehlen noch 100.000 Mark. Dann war 5 Sekunden Pause und dann hat er gesagt, gib mir deine Kontonummer. 2 Tage später war das Geld auf meinem Konto und ich konnte beginnen. Was hat denn Ihren Erfolg ausgemacht? Ich meine, Freimakler gab es viele damals. Ja. Viele konnten sich nicht durchsetzen. Die Zeiten haben sich stark verändert. Ja. Sie waren in der Lage, eine Bank aufzubauen mit 400 Mitarbeitern. Was haben Sie anders gemacht? Was hat Ihren Erfolg ausgemacht? Der Erfolg war vielleicht, dass ich immer in die Zukunft geschaut habe. Was wird wohl passieren? Was könnte passieren? Und ich hatte einen Vorteil gegenüber den meisten meiner oder fast allen meinen Kollegen. Ich hatte studiert. Ich bin Diplom-Volkswirt. Damals waren eigentlich alle Börsianer Bankkaufleute. Und ich habe offensichtlich immer ein kleines bisschen noch einen Schritt weiter gedacht und weiter gedacht und weiter gedacht und war vor allem auch begeisterter Börsianer. Ich wollte einfach mehr tun. Und wo mich dann die Bayerische Börse nicht gelassen hat, jeder aber wusste im Saal und der Börsenverwaltung, jeder wusste, ich kann auch mehr. Heute sind Sie Aufsichtsratschef der Bayerischen Börse. Ja, gut. Das ist so ähnlich wie der Bankmitarbeiter, ne? Also ich wollte einfach wachsen, ich wollte größer werden. Und dann habe ich zufällig den Börsengeschäftsführer der Stuttgarter Börse kennengelernt und habe zu dem gesagt, wie wäre es, hätten Sie Lust, wenn ich eine Dependance in Stuttgart aufmachen würde? Hat es sich zuerst bedeckt gezeigt, in Wirklichkeit habe ich später erfahren, bin ich offene Türen eingerannt. Und dann hat er gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, ich habe bestimmte Bedingungen. Erstens, das und das und das. Das kam dann zurück. Ja, das dürfen Sie alles tun. Machen wir mit Ihnen.
Ja, und dann habe ich in Stuttgart eine Dependance eröffnet und die ist gewachsen, gewachsen und gewachsen. Und ich habe in Stuttgart ständig weitere Auslandsaktien und immer mehr eingeführt. Und in München durfte ich das nicht, obwohl ich das für als Banker vorher gemacht hatte, also genau wusste, wie es geht. Ich würde mal interessieren, Herr Bader, Sie sprechen das Thema Zukunft an. Die Börse ist Zukunft. Sie als Unternehmer haben in die Zukunft geblickt. Man hat das Gefühl, dass in Deutschland, wenn die Menschen in die Zukunft schauen, oftmals statt der Chance das Risiko sehen und die Gefahr sehen. Sind wir mittlerweile zu sehr angstorientiert in Deutschland? Wie nehmen Sie das wahr als Bankier? Die Chance, es ist ja immer die persönliche Wahl, was man in der Zukunft sehen will. Sie können die Chance sehen, Sie können das Risiko sehen. Halb voll, halb leer, ja. Das ja. Typische Beispiel, ja. Nein, ich muss sehen, ich muss sagen, wir in Deutschland haben ein Problem mit der Regulierung. Das ist unser Problem. Die Marktwirtschaft wird mehr und mehr zugrunde gerichtet durch mehr und mehr Regulierung. Ein Markt funktioniert aber nur, wenn er ein freier Markt ist. Wenn ich ihn zu sehr reguliere oder manipuliere, dann zeigt er mir nicht mehr das an, was er mir eigentlich anzeigen sollte. Und in diesem Dilemma stecken wir. Das ist das große Problem. Wir haben zu viel Regulierung, dann kann der Markt nicht funktionieren, wie er funktionieren sollte. Und dann kommen wieder einige Leute und sagen, man sieht es wieder, Marktversagen, Marktversagen, Marktversagen. Nein, es ist kein Marktversagen. Es ist die Überregulierung. Regulierungsversagen. Denn meine Meinung ist ganz einfach die, niemand kann die Zukunft voraussagen. Es gibt so viele Kriterien, es gibt so viele Menschen auf der Erde, die alle etwas dazu beitragen, dass sich alles verändert. Das kann man nicht kontrollieren und das kann man nicht vorhersehen und vor allem, man kann es nicht planen. So. Und das sind genau die Dinge. Man muss die Flexibilität haben. Exakt. Man muss das alles behalten. Man muss den Markt das machen lassen. Der Markt ist die beste Regulierung. Der Markt ist der beste Verbraucherschützer, kein Verbraucherschützer. Ich habe mal zu dem Verbraucherschützer gesagt, Verbraucherschützer sind Sie, das ist ja wunderbar, Sie sind Verbraucherschützer. Wenn Sie glauben, dass Sie als Verbraucherschützer Verbrauchen schützen, dann glauben Sie auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Man merkt, das habe ich in der Recherche natürlich auch schon gelesen. Uto Bader ist kein Mann, der ein Blatt vom Mund nimmt, was ich an Ihnen auch sehr schätze. Ich möchte noch eine Frage zu guter Letzt. Sie haben 2015 die Zügel der Bader Bank an Ihren Sohn weitergegeben, an Nico Bader, der ja im Prinzip auch schon von Kindheitsalter bei Ihnen in der Maklerfirma auch mitgearbeitet hat. So ist es ja. Mich würde interessieren, wenn Sie heute auf Ihr Lebenswerk zurückschauen, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man ein solches Lebenswerk an seinen Sohn, an die nächste Generation weitergeben kann? Spannend. Und es bleibt spannend. Es ist heute immer noch spannend. Ist ja nicht so, dass ich zu Hause sitze und Däumchen drehe irgendwas. Ich habe eine weitere Firma gegründet, heißt Bader Consult, was wir machen. Wir schauen Algorithmen, wir suchen Algorithmen, wie man die Trends besser reiten kann. Das versuchen wir. Und das ist spannend. Genauso. Das finde ich auch ist ein schönes Schlusswort, denn wenn ich an der Bader Bank auch eins bewundere, ist, dass gerade in Sachen der Fintech, also der Financial Technology, ist die Bader Bank heute, glaube ich, auch bei den Robo-Advisern eine der wichtigsten Backbones in diesem Segment. Also Sie haben sich oft neu erfunden, weiterentwickelt. Herr Bader, ich bedanke mich, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind. Dankeschön. Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke. Dankeschön. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn doch einfach.